Servus, wir sind wieder hier, Tatort Tischlerstube, das neue Projekt, das neue Format und jetzt hat es auch einen Namen. Letzte Woche waren Erich und ich uns noch uneinig, welcher Name es haben wird, aber Tatort passt sehr gut, es wurde auf Facebook, wurde uns das vorgeschlagen und manchmal ist es ja wirklich sehr kriminell, was Erich so aufführt, den ganzen Tag. Auf jeden Fall, wir verleimen heute. Heute geht es um die Leimregel. Linke Seite, rechte Seite, auf was muss man achten? Was kann man tun, damit sich das Holz nicht dreht? Also bei Erich ist ja ganz einfach, was er tun muss, Erich, gell? So, auf jeden Fall, man gibt hier ein Klebeband drauf oder früher habe ich immer Zeitungsstreifen raufgelegt auf den Teil, wo der Leim ankommt, sonst würde das Brett ja hier an der Leiste kleben bleiben. Jetzt legt man sich einfach hier diese Leisten her, gleiche Höhe. Und hier diese Bretter haben wir schon angeleimt. Die haben wir schon angeleimt, haben das Tischlerdreieck drauf gemacht, damit man weiß, wie es zusammengehört. So, hier ist das Tischlerdreieck schon. Vielleicht hast du, sieht man das gut, Erich? Ich denke schon. Ja, und hier diese Seite haben wir schon zusammengelegt, wie es gehört. Erich, anleimen wirst es dann du. Du weißt, ich bin mit Leim und ich schaue dann immer aus, der Erich will das nicht, dass ich dann so schmutzig bin. Und dann ist der Erich so angespannt, ich bin angespannt, das Mittagessen schmeckt nicht. Die Waschmaschine hat schon wieder Arbeit. Die Waschmaschine hat Arbeit. Auf jeden Fall ist hier dasselbe, hier haben wir das schon richtig zusammengelegt, so wie es gehört. Dann machen wir das Tischlerdreieck. Jetzt weiß man natürlich, wie die Teile zusammengehören. Und während der Erich anleimt, werde ich euch zeigen, auf was es alles zu achten gibt. Erich, ich würde die Kamera übernehmen, wenn das für dich passt. Ja, passt. Bitteschön. Vielleicht sagst du dann auch kurz Hallo. Hallo. Okay, das war jetzt ein sehr kurzes Hallo. Ja, der Leim kann einfrieren, kannst du gleich ein bisschen genau, zuzählen. Der Leim kann einfrieren. Wir haben hier circa wie lange Zeit? 8 Minuten. 8 Minuten. Und spätestens dann sollte die Verbindung verleimt sein. Man muss auch sagen, wenn er ein bisschen angezogen hat, tut man sich leichter beim Verleimen, weil was sind wir drauf gekommen? Was ist dann weniger, Erich? Was verrutscht? Genau, es verrutscht viel weniger. Und das ist wirklich sehr super. Der Erich tragt hier auf mit einem Pinsel. Am liebsten macht er es aber mit einer Spachtel. Vielleicht, dass du die kurz herzeigst. Ja, hier darf ich heute nicht. Ja, weil die Kanten so klein sind und dann ist es eventuell schwierig. Beim Verleimen, hier oben ist die rechte Seite, unten linke Seite. Linke Seite, rechte Seite, stehende Jahresringe, rechte Seite, oben. Hier ist es wichtig, Splint an Splint immer, also das ist das, wo die Rinde ist. Hier in der Mitte, wenn der Baum weitergehen würde, wäre die Rinde. Und hier wäre wieder die Rinde. Hier ist die linke Seite oben und hier die rechte Seite oben. Und also Kern an Kern, Splint an Splint. Hier kann man das genau noch feststellen. Hier sieht man das schriftlich. Linke Seite, rechte Seite, Kern an Kern, Splint an Splint. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Holzstaffel verleimen will, dann ist es wichtig, dass die linke Seite nach innen schaut. Denn hier kann man sehen, dann sind die Spannungen in der Mitte und außen bleiben die Wangen aber dicht geschlossen. Ansonsten würden ja die Wangen aufgehen, Erich, und man hätte Luft seitlich. Das will man ja nicht, oder? Ja. So, der Erich hat das jetzt angeleimt. Mit wasserfestem Leim. Genau, denn das wird eine Füllung und die ist außen. Normal kann man die Füllungen auch als Ganzer nehmen, aber wir hatten nicht so ein breites Brett. Jetzt müssen wir leimen. Das ist die Reste alles zusammengeleimt. So, angelegt. Jetzt wird das mit den kurzen Zwingen hier am Rand fixiert, damit sich das nicht aufdrehen kann, denn wenn man jetzt die Zwingen ansetzt, könnte sich das aufdrehen. Ja, das ist ganz leicht. Ich kann das hier halten. Genau, danke. Ja. So ist es zwar jetzt nicht unbedingt geeignet, weil sich das in der Mitte ein wenig aufdrehen kann, aber hier bei diesen Füllungen kann nicht viel schief gehen. Das ist nicht so extrem wichtig. Aber besser wäre es, wenn man mit den Zwingen hier so weit reinrutscht, als möglich wäre. Also wenn man das nicht am Tisch niederspannt, aber hier in dem Fall ist es nicht so gravierend wichtig. Ich
gebe hier mal eine Zwinge her. Eine Zwinge in der Mitte. Man kann auch so leicht unterhobeln, das kann man bei einer Hobelmaschine einstellen, dass ich hier mehr wegnehme und am Rand quasi, am Rand ist es dicht und in der Mitte ist Luft. Dann muss man in der Mitte nur eine Zwinge ansetzen und es ist das ganze Brett eigentlich richtig verleimt. Aber wir machen das eigentlich nie so. Wir richten das gerade ab und ja. Man könnte jetzt hier in der Mitte noch ein Holzstaffel rübergeben und den Druck in der Mitte auch noch erhöhen. Dann wäre das eigentlich komplett. Machen wir das noch, Jerich? Legen wir in der Mitte was hin? Haben wir was? Damit das die Zuschauer sehen. Jerich, draußen sind noch Staffeln. Ich hole einen. Ja. Und du kannst dabei zwei Zwingen holen. Ich filme dich, wie du rauskriegst. Okay. Wie geht's so, Jerich? Kann man hier noch einen Staffel hinlegen. Und wie lange muss der Leim dann trocknen? Naja, hier steht oben auf der Verpackung, also da steht, es ist immer herstellerabhängig, aber ich glaube so 25-30 Minuten und endfest ist er nach circa 12 Stunden. Ist der endfest, aber das steht oben, das werde ich gleich nachlesen, dann kann ich euch das genau sagen. Also jetzt kann man in der Mitte, so könnte man größere Flächen jetzt, wenn man hat. Hier in diesem Fall wollten wir euch nur zeigen, wie das wäre, wenn man größere Flächen verleimt, aber bei kleineren Flächen einfach die Zwingen so weit wie möglich hinein, dass der Druck innen ist. Jetzt kann ich das natürlich voll anspannen und ich könnte auch bei einer Tischplatte in der Mitte Druck ausüben, dass das wirklich schnurgerade bleibt. Ich werde hier durchschauen. Extremst gerade. Ich habe noch nie sowas Gerades gesehen. Aber jetzt werde ich noch kurz nachschauen, damit ich sagen kann, wie lange der Leim braucht. Offene Zeit, sogar 17 Minuten, ehrlich. Also wir hätten 17 Minuten Zeit gehabt, bis wir Druck ausüben. Verbrauch ist 150 Gramm pro Quadratmeter. Das ist beim Furnieren wichtig. Hier bei sowas ist das nicht wichtig, das kann man sowieso nur perfekt kontrollieren, wenn man einen Quadratmeter Platte nimmt, füllt in die Leimwalze 150 Gramm Leim und rollt das Ganze aus. Dann kann man genau feststellen, wie viel 150 Gramm sind. Fugenverleimung 20 Grad, 20 Minuten wäre es trocken und von der Endfestigkeit, also von der richtigen Durchhärtung, steht nichts hier, aber man geht hier von 12, 24 Stunden eigentlich aus. Was ich weiß. Und bei Temperatur, natürlich wenn man in einer Presse verleimt, mit Temperatur ist das natürlich noch schneller. Jeder Leim ist dazu nicht geeignet, ihn heiß zu verleimen. Dieser Leim, glaube ich, ist nicht für hohe bis 80 Grad sogar. 80 Grad ist dieser Leim. Aber eine Presse hat sowieso keiner zu Hause. Der Erich hat, glaube ich, einen Heißluftföhn. Zwei. Zwei sogar, aber das war's schon. Ich würde sagen, wir haben heute alles getan, was man tun kann, um die quasi die richtige Verleimung, ja, das will ich noch sagen. Warum verleimt man das so? Damit sich das Holz nicht dreht. Das muss man ja auch sagen, der Grund, dass sich das Holz nicht dreht. Das ist eine Plattenverleimung. Mit der richtigen Leimregel wird sie gerade bleiben. Großteils gerade bleiben. Dann gibt es noch den Rahmenbau bei Türen mit Füllungen, wo das hier eigentlich reinkommt in eine Füllung. Man müsste es hierzu nicht richtig verleimen, weil der Rahmen das Ganze sowieso gerade hält. Aber besser mehr darauf achten als zu wenig. Und dann gibt es noch eine Gratleiste, die nimmt man für Tische. Und dann gibt es die Anfassleiste, das sieht man auch oft bei Tischen oder bei diesen Nudelbrettern. Da ist eine Anfassleiste, die da schwingt in einer Nut quasi, kann das ganze Holz arbeiten, aber es kann sich nicht drehen. Also richtige Verleimung, Leimregel einhalten, Gratleiste, Gratfeder, Anfassleiste. Was gibt es noch zu sagen? Zum Thema Füllung gibt es noch was Wichtiges zu sagen. Wenn man die in einen Rahmen hineingibt, die Füllung, kann man sie, wenn man will, auf einer Seite punktleimen und der Rest muss aber frei bleiben, denn sie arbeitet ja. Wenn man jetzt zum Beispiel die Füllung rundherum leimt,
Dann kommt dieses Möbelstück in eine geheizte Küche und dann trocknet die Füllung um 2 mm, sagen wir zusammen, kann es ja rundherum nicht aus, weil es verleimt ist. Dann wird es trocknen und in der Mitte ist ein Riss. Das will keiner haben. Die nächste Möglichkeit gibt es, die Küche, also das Rahmentüren ist in einer Küche gewesen, war staubtrockner, wurde so montiert, ist nichts gerissen, weil es von Haus aus bei der Lieferung schon trocken war und dann kommt es zum Beispiel in einen feuchten Keller. Jetzt dehnt sich das Ganze auseinander, kann aber nicht aus, irgendwas wird brechen. Entweder der Rahmen springt voneinander oder irgendwas wird passieren. Daher nicht leimen und in einer Füllung, was ganz schön ist, mir persönlich gefällt es extrem gut, ein breites Brett hineingeben. So breit wie die Füllung ist, wenn man es hat, dann sieht man die ganze Holzmaserung. Ah, beim Video, wo ich den Hühnerstall, das Rahmentür gebaut habe, da kann man das sehen, da habe ich so ein breites Brett hineingegeben und die ganze Holzmaserung kommt wirklich wunderschön zur Geltung. Dann sagen wir Tschüss. Warte, der Erich soll auch noch Tschüss sagen. Erich? Tschüss. Tschüss, Papa, bis nächste Woche, wenn es heißt, da dort Tischlerstube. Sehr gruselig.